Ich heiße euch herzlich willkommen zurück hier bei The Secret World, hier auf dem Kanal der Freelance Gamer, dem Kanal für unmonetarisierte Let's Plays. Das heißt, wir spielen wirklich nur von uns für euch, wir haben nichts von all dem, außer Freude und Spaß am Spiel und der Möglichkeit, endlich mal unsere Steam-Bibliotheken abzuarbeiten, in denen sich hunderte Spiele ansammeln, die wir nie anrührten. So, dies hier ist die erste Aufnahme-Session, wo ich offiziell verkünden kann, dass ich hier in HD hochlade. Bereits ab Folge 53 aus der vorigen Aufnahme-Session tue ich dies, bin aber noch nicht ganz so glücklich mit der Qualität, weil das Spiel sieht wirklich verflucht gut aus. Die Videos, die ich raushole, da sehen wirklich verdammt gut aus, aber es kommt eigentlich nur ein riesen Matsch raus bei der YouTube-Verarbeitung. Naja, kriege ich noch irgendwie hin. Es geht weiter. Nachdem wir uns dem Horror-Karussell stellten, müssen wir uns nun mit Zombies anlegen. Blaues Glas benutzen. Ja, da liegen Glassplitter herum. Ich habe sie eingesammelt. Wofür auch immer. Ach ja, mir fällt es wieder ein. Ihr werdet sehen. Hier ist das Führerhäuschen der Attraktion. Und hier haben wir... Konrad sieht ja gerade bescheuert aus. Haben wir unsere tolle Attraktion, wo wir letztes Mal waren, und nun starten wir den Angriff hierauf. So. Oh, hallo. Allen anscheinend nach mag uns dieses Viech nicht, aber ich kann mich gerade nicht großartig darum kümmern. Ja, ich sehe, wie wir es loswerden können. Okay. Lass das! Die Statue wurde deaktiviert. Auf zur Achterbahn. Ich habe mir überlegt, ob ich Konrad vielleicht nach und nach umsattle zum Elementaristen. Das könnte eine spannende Sache werden. Ganz mit Zauberlei und so. Ziel zur Achterbahn gehen, soll da oben einsteigen. Doch bevor wir uns auf die Fahrt begeben, ich möchte einmal gucken. Ich soll noch einige der ehemaligen Parkmitglieder mit ins Grab befördern und ich weiß, dass er hier herumläuft in der Gegend. Ich möchte ihn deswegen, falls ich ihn sehe, einmal kurz mitnehmen. Bernard Graham. Da ist er. Einmal kurz hier rumgelaufen. Weil es geht, weil es gut aussieht. Ah, dieses Krissel hier im Park macht mich ganz wuschig. Gar nichts. Keine Nutzen nur so rausziehen. Ah. Noch drei auf der Liste. Okay, kümmern wir uns wieder um die Achterbahn.
Und fahren wir doch mal ein Ründchen mit diesem ansprechenden Gefährt. Na, eindeutig eine vertrauensvolle Attraktion. Hinein, yay, Achterbahn. Fürchte nicht die Dunkelheit. Fürchte mich. Wer bist du denn? Yay, Achterbahn, Achterbahn, alle fahren gerne Achterbahn. Achterbahn macht Spaß, Achterbahn ist toll. Achterbahn ist einfach wunder. Hey, voll. Hallo, junge Dame, wollen Sie mitkommen? Scheinbar nicht. Ah, abwärts. Komm zu Papa. Oh. Ich will wirklich mal das Gestrüpp aus der Bahn nehmen können. Kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid. Alles klar. Ich werde nie wieder in meinem Leben Achterbahn fahren. Da gibt es im Heidepark so schöne Achterbahn. So, einmal den Sprintmodus. Zum See der Liebenden gehen. Ja. Na. Na, komm. Lehmgolem zerstören. Exterminate the Lehmgolem. Okay. Oh, ich sehe gerade, ich sollte vielleicht ein bisschen verschnaufen, bevor ich das angehe. Und du? Peter Dobson. Peter Dobson ins Kraut zurückbringen. Okay, du kommst doch mal kurz mit. Das ist ein großes, schönes Miteinander. Kasüppel. Kasüppel, sag ich. Wow. Ah, erwischt. Das ist die Ende, Mr. Dobson. Du bist erstmal wichtiger. Klopf sie der Lehmgolem. Wenn ich da reingehe, komme ich auch irgendwie wieder raus. Dort. Okay. Na toll. Das Wasser ist nicht gut für mich. Ich darf also nicht da reintreten. Ja, bist du in der Schulzone? Ertrunkenes Opfer. Bleib tot.
kann hier unten gerade nicht groß ran. Ich muss warten, bis der Golem wieder zu mir kommt. Wie gesagt. Ah, ich bin geschwächt durch den Kampf gegen die Zombies. Ja, stärker als ich. Das sieht aber übelst aus für mich, aber ich bin geheilt, ich bin gesund. Nicht geheilt, aber ich habe es überlebt, sag ich mal so. Zum Riesenrad begeben. Bitte tun Sie dies nun. Alles klar. Mach ich doch gern. Wenn ich Konrad das wirklich zum Elementaristen ausrüsten will, dann sollte ich jetzt die Punkte, die ich bekommen habe, nicht weiter auf die Sturmgewehrsachen legen, beziehungsweise dieselben Sachen benutzen, die der Elementarist eigentlich benötigt. Nicht wahr? Ah, die Geister der verlorenen Seelen schreien. Sie haben hier in der Firma. Ziel erreicht, zum Riesenrad gehen. Rotes Glas benutzen. Einmal einsammeln, bitte. Das ist wer? Einer von den Templern. Das Riesenrad ruft uns. Aua. Nein, das geht nicht. Arschloch. Wir lassen sich ran. Der Arschlochmann. Ist weg. Okay, wir können das Riesenrad noch nicht betreten. Bist du? John Robertson. Hallo, Mr. Robertson, Sie sind auf der Liste. Das war knapp. Oswald Shields zurück ins Grab bringen. Machen wir die Quest einmal kurz zu Ende. Ja. Es ist nur noch der eine. Na, magst du peelen? Freunde mit. Oh, schön.